Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir waren stehen geblieben in Peru und da machen wir weiter. Ah genau, hier waren wir, wo ich dann aufgegeben habe, weil die Kugeln nicht mitgespielt haben. Das war super. Aber im Weg. So. Zum Glück weiß ich, was ich hier zu tun habe. Und da können wir gleich mal das Gold mitholen, weil das Gold war hier nämlich eigentlich relativ schwierig, fand ich jetzt. Weil man da im Normalfall nicht drauf kommt. Wir schieben die gleich mal hier mit hin. So, und jetzt drüben drauf. Und ich, wisst ihr was, ich mache das dieses Mal nicht so, dass ich versuche, gleich die Kugel hier drüben noch mitzuholen, die wir dann fürs Gold. Was zum Teufel, Lara? Jedenfalls hole ich das nicht, die Kugel, die ich jetzt fürs Gold bräuchte. Weil mir dann aufgefallen ist nach der Aufnahme, dass ich da gar nicht hinkomme. Auf dem Weg. Ich muss nämlich von der anderen Seite ran. Ich muss nämlich... Ach, da habe ich es jetzt hingelegt. Ich muss nämlich dann von da... Dort drüben an das Seil und dann hier rüber. Und mich dann... an das Loch hangeln, wo die Kugel ist. Hier, da kommst du nämlich von hier gar nicht rum. Das funktioniert so nicht. Lara, was machst du da? Das sind so Momente, wo ich die Gute nicht verstehe. So, nehmen wir die Kugel und schieben die da rein. Magic! Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthurs. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Reiner Zufall. Das wäre ein super Name, wenn ein Schwert wirklich so heißen würde. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Das ist eine super Aussage, Lara. Ja, wir werden jetzt Spaß haben. Was macht sie da? Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber what sie the ist fuck? In Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Ich war da jetzt hundertprozentig die Einzige. Wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen.
Danke, Sip, dass du jetzt mal die Klappe hältst. Ich bin doch jetzt nicht die Einzige, die es gesehen hat, dass ihr Körper weiter bis dahinter gelaufen ist irgendwo. Seltsam. Sehr seltsam. Zum Glück kann ich hier sprinten. Ohne diesen Sprint-Dingens wäre das mega nervig. Mir fehlt wieder ein Silber und ein Bronze. Ne, sogar mehrere Bronze. Ich habe keine Ahnung, wo die Bronze-Dinger sein sollen. Bei dem Silber weiß ich, eins war noch in der Stadt. Ich weiß bloß nicht wo. Das war auf jeden Fall relativ eklig versteckt, wo du im Normalfall nicht guckst. Außer du bist so doof wie ich und verläufst dich gerne mal. Mit etwas Glück müssen wir dann wenigstens nicht mehr ganz ins Grab rein beim Let's Artifact. Hier müssen wir echt nicht, weil hier hinten ist nur das Gold. Jetzt lass dich fallen, Lara. Yay. Da ist es. Ist irgendwie voll hübsch. So, und jetzt müssen wir wieder hoch. Was absolut spaßig ist. Das wollte ich nicht. Boah, ich habe mir jetzt bei Rise of the Tomb Raider angewöhnt, zu springen, anstatt die Leitern halt komplett hochzulaufen. Und jetzt drücke ich hier auch die ganze Zeit immer springen, wenn Lara schneller machen soll und so weiter. Und das ist nervig. Das ist halt der Nachteil, wenn du immer mehrere Spiele gleichzeitig spielst. Aber wenigstens muss ich mich bei Legend nicht drauf konzentrieren, wie die Story ist, weil ich Legend schon so häufig durch habe. Du, ob sie runtergefallen ist, vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Das war nicht mein... Genau, das sollst du machen, Lara. Geil. Oh lol. Ich würde mal interessieren, warum meine Kamera manchmal so ein Delay hat. Ich höre nichts mehr von Ihnen. Vielleicht ist Ihr Funkgerät aus. Oder Sie schlafen. Vielleicht machen Sie ein Nickerchen. Finde es raus. Mach's doch selbst. Mach es einfach, Miller, und hör auf zu jammern. Mann, hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es wollte. Nie funktioniert in dem Spiel was, wie es soll. Wir können jetzt hier eh mit unseren Medipacks rumschmeißen, wie wir wollen. Wir können auch am Levelende gar keins mehr haben, weil wir die eh nicht mit nach Japan nehmen können. Ja, ist das super. Was zum Teufel?
Lol, was war denn das jetzt für ein Frame-Einbruch? Das hier wird super. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Tarantel. Hast du in der Schule nur gepennt? Entschuldige, dass ich die wissenschaftlichen Namen nicht kenne. Ich weiß, was wichtig ist. Halt einfach die Augen offen, okay, Einstein? Ich hab sie! Ich fände ihre Gespräche immer recht amüsant. Ach, da hinten ist doch einer. Wunderschön. Du ekliger. Sid, hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Du ekliger. Jetzt bleib stehen. Dankeschön. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Diese Augenbraue, ey. Wir haben ein bisschen Stuff freigeschalten. Ja, wir haben... Das war Peru. Rückkehr nach Paraíso. Wir haben 37 Minuten und 43 Sekunden gebraucht. Kein Zeitspiel gemeistert, zumindest noch nicht. Wir haben das Goldartefakt gefunden, eines der zwei Silberschätze, sowie 5 von 8 Bronze. Ich würde es auf Mittel lassen.